zwar gibt es heute ein kleines Kraftupdate, was ich die Tage so gebastelt habe. Ja, ich würde mal sagen, es sind auch ein paar Halloween-Sachen noch dabei. So, als erstes das hier. Das habe ich aus Bordüren gemacht. So eine Art Schleife. Dann das. Dann das hier. Das habe ich ein bisschen dicker gemacht, wie man sehen kann. Und dann hier so ein Schmuckstein in die Mitte. Dann habe ich hier noch so eine Schleife gemacht. Nur in der Mitte so eine Halbperle drauf. Das. Dann so Türkis. Da muss man sich noch ein bisschen hier so rupfen zurecht machen. Dann kann man das auf ein Album kleben oder so, habe ich mir gedacht. Und dann das hier. So, das war das. Dann habe ich diesen Tannenzapfen gemacht. Den hatte ich mir im Teddy gekauft für 10 Cent, glaube ich, war das. Oder 50 Cent, sind 4 Stück drin. Ja. Und dann einfach hier so kleine Pompons reingeklebt. Kann man dann schön an den Tannenbaum aufhängen. So, und jetzt kommen wir zu den Halloween-Sachen. Einmal habe ich dieses Goodie-Bag gemacht. Hier habe ich so ein Holzteil. Hier der Kürbis ist auch aus Holz. Ansonsten sind das normale Aufkleber vom Teddy. Und hier, das habe ich ja von der Natascha bekommen. Ja, mit Klettverschlüsse. Und dann kann man hier was reintun, ne? Ja, und hier habe ich noch eine Feder in Lila drauf gemacht. So, und dann habe ich noch ein Mini-Embolé, oder wie man das auch nennt, gemacht, aus dem Briefumschlag. Sieht von der anderen Seite aus. Da habe ich hier so eine orangene Feder noch dran gemacht und so drauf geklebt. Ja. Und hier habe ich noch ein paar Sachen mit eingefüllt, ein paar Geister, Totenkopf und dann hier diese Klammer. Das. Dann habe ich noch eine Karte gebastelt. Ja, mit so einem Einleger. Dann habe ich noch Card Candies gemacht. Diese hier. Und diese hier. Hier oben, das ist Washi-Tape. Das hält eigentlich ganz gut. Ja, und hier die Sticker, die sind ja von der, auch von der Natascha. Finde ich sehr schön. Und dann dieses noch. In groß. Habe ich mir mal so gedacht. Ja, das war es eigentlich auch schon. Also wer Interesse hat an diesen Card Candies,
oder Goodie Bag oder den Mini Embryo. Kann mich gerne kontaktieren zum Tauschen. Ja. Das war's auch jetzt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich auch freuen. Und über ein Abo natürlich auch. Bis zum nächsten Video.